3, 2, 1. Let's go, Digga. Komm schon, Baby. Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist der beste Skin ever! Oh mein Gott! So, also, moin moin. Wir spielen heute wieder ein Turnierchen. Solo-Turnier. Mit dabei ist der Nico, Camo, Master Scorpion, Massi, Pain und Reaps. Und halt noch ein paar Subscriber von mir. Der Gewinner hier aus diesem Turnier, also der, der den ersten Platz macht, kriegt saftig, knaftig 300 € PSN-Guthaben auf seinen Nacken. Das Ganze wird mir zur Verfügung gestellt vom MOGA, mein Partner. Kurs geht da auf jeden Fall raus. Und ja, wir werden jetzt einfach mal bei Lucky runterspringen und hoffen, dass da einer mitlandet und uns dann töten lassen. Und dann schauen wir, oder wir könnten theoretisch, ich schau mal ganz kurz, wo ein paar Leute hingehen. Ja, doch, das sieht eigentlich so aus, als wenn wir da uns irgendwo abknallen lassen können. Ich werde mich, wie gesagt, hier direkt abknallen lassen, weil ich zugucken möchte hier, Kollege. Hallo. Komm mal her hier. So. Perfekt. Ihm noch einen kleinen Respekt-Hit mitgegeben. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Ich würde aber sagen, dass wir jetzt erstmal rüber switchen. Und zwar zu meinen Kollegen, die hier mitspielen. Master Scorpion spielt mit. Der ist am Loot Lake gelandet. Dann haben wir hier noch den Camo. Der ist in Wailing Woods gelandet. Pain Livestream haben wir am Start. Der ist Tilted gelandet. Dann haben wir noch Reaps dabei. Der ist auch Tilted gelandet. Und Nico, der ist irgendwo, keine Ahnung, wo der gelandet ist. Ich würde sagen, wir schauen mal Marcel zu. Oder, er ist recht abseits gelandet. Wir schauen mal Pain zu. Jetzt kriege ich hier wieder einen Anruf rein. Ja, mein Schatz, ich bin am Stream, oder? Wo, was? YouTube Trends Platz 10. Warte, ich guck gleich, Digga. Ich bin hier gerade am Arbeiten. Du bist auch schon wieder besoffen, Mann. Ach, Digga. Ich muss hier weitermachen, Bruder. Wir schnacken später, okay? Mann, Mann, Mann. Immer die scheiß Russenkapper. Nee, Kuss geht raus an Wadi, Ehrenmann. Ja, es ist reich. So. Ah, oh. Oh, Digga. Oh. Der hat aber einen dicken Hit kassiert. Vom C4. Oh, das sieht schlecht aus für Payne. Reaps ist safe, Mann. Das ist, würde ich auch sagen, Reaps. Nee, Reaps ist es nicht. Bin ich mal gespannt. Ja, Payne muss sich jetzt hier heilen, weil, tja, 30 Green Life ist jetzt nicht unbedingt das, was man ja, gut geheilt nennt. Payne versucht hier den High Ground zu holen und von oben zu attackieren, aber er will sich wahrscheinlich erstmal ein paar Verbände reinhauen. Hat auch schon einen Kill. Schauen wir mal. Aktion. Jetzt wird er gepusht, man hört's. Er wird aber von drüben beschossen. Das könnte Reap sein, der ja im Main-Gebäude ist. Meine Camp verdeckt die Kills, lese ich gerade in der VG. Deswegen sage ich euch, Pain hat ja einen Kill. So, der Gegner ist direkt vor ihm. Ist, ja, da hätte Pain ein, zwei Hits landen können. Hat da ein bisschen Nasenbluten. Explosives, das ist so RIP. Unter ihm jetzt aber eventuell. Oh, 100er. Wichtige Hits. Und die goldene P90 plus ein Medikit. Schmecke die, schmeckt. Schauen wir mal, was macht Reapies. Reapies ist hier im Paletti-Land, hat auch einen Kill. Könnte gleich ganz interessant werden, denn Reaps und Pain sind doch recht close beieinander. Reaps hier mit 100 Energy. Pain hatte meines Wissens 150. Ich muss auch noch zusehen, dass die anderen da Loot, die ich gerade gefüllt habe. Wir schauen mal, ob gerade bei einem der Kollegen noch Action ist. Camo am Farm. Marcel ja, läuft ein bisschen rum. Camo 0 Kills, Marcel 0 Kills. Der Nico ist in Salty, auch 0 Kills. Reaps 1 Kill und Pain 2 Kills, jetzt ja mittlerweile. Schauen wir nochmal Reaps zu, was bei dem geht. So, schauen wir mal. Ja, hier ist noch eine Kiste. Habe ich doch richtig gehört. Reaps auch mit guten Materialien. Das seht ihr, glaube ich, jetzt nicht, weil meine Facecam drüber... Ja, doch, das seht ihr. Knapp schon etwas über 900 Holz. Das schmeckt auf jeden Fall. Jetzt habe ich ein Problem. Und das könnte eventuell Pain sein, der gerade pusht. Ja, das ist Pain. Das wird ganz interessant jetzt hier. Pain gegen Reaps, das Duell. Das wird spannend. Pain leider nur mit 150 Energy und Reaps mit 200. Das könnte ein großer Nachteil für Pain sein. Du bist auf jeden Fall schon gut mit, um mich zu attackieren. Er will's wissen. Oh, 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 oh. Pain, Reaps landet hier. Das wird sehr, sehr interessant. Geile Begegnung zwischen den beiden. Beides sehr, sehr gute Spieler. Ich tendenziell würde sagen, Reaps ist ein Stück besser als Pain. Aber das hat manchmal nichts zu heißen. Reaps ist halt schon eine fucking Maschine, Digga. Beides sehr gute Spieler. Und das wird ein sehr, sehr interessantes Duell direkt am Anfang. Das ist Camo. Das ist Camo. Nee, das ist Pain. AKA Giraffenhals. Reaps macht jetzt erstmal hier einen kleinen Rückzug. Versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Kann jetzt hier ein, zwei Hits landen. Als ob ich nichts treffe. Das kann doch nicht wahr sein. Schafft es aber nicht. Hat aber auch ganz guten Loot. Hier nochmal die Heavy Pump, die natürlich entscheidend sein kann. Was macht Pain? Pain farmt nochmal ein bisschen Materialien. Der hat ja gar nichts an Metz. Der hat 56 Holz und 34 Metall, Digga. Das war's da wirklich komplett.
Den jetzt zu challengen könnte dangerous werden. Ja, Camo hier gerade auf dem Weg Richtung Zona Reno. Schauen wir ihm mal ganz kurz zu. Mann! Scheiß Nase, immer wenn ich hier am Carsten bin, Kappa. Carsten, bist du es? Ich würde sagen, wir schauen trotzdem eher Pain und Reaps zu, weil eventuell da gleich das dicke Duell am Stissel ist, auch wenn beide gerade etwas passiv spielen. Nico hier gerade im Fight, das schauen wir uns mal an. Nico auch ein sehr guter Spieler. Nico hat sich hier, hat den Highground schnell sich wiedergeholt, hat sich da einmal ganz kurz verbaut, versucht einen Hit zu landen, schafft es nicht ganz, ist jetzt im, da hat Nico den Kill gemacht, Digga, hat jetzt einen Kill, hat er auch gut gespielt, auch ein sehr, sehr guter Spieler, hat auch schon mal in meinem Turnier, wenn man nicht alles täuscht, gewonnen, hat da, glaube ich, was hat er gewonnen, den Royal Bomber Skin oder, nee, den E3 Spray hat er da gewonnen, auf jeden Fall nice, schauen wir mal, was geht hier zwischen Reaps und Pain, Pain hat hier gerade nochmal einen Fight, Reaps wird wahrscheinlich jetzt von der Seite kommen und abstauben, bin ich mir ziemlich sicher, Pain hat 13 Materialien Holz und 43 Metall, landet hier einen dicken Hit, wird jetzt von der Seite von Reaps angeschossen. Gar ja nicht, Mann. Und seine Mats sind jetzt alle. Er hat keine Fläche mehr zum Bauen. Muss da jetzt den Rückzug antreten. Hat keinen Blue Life mehr. Das war's wohl dann eher komplett. Reaps hat sich hier den Highground geholt und beobachtet erstmal heimlich still und leise. Hat immer noch 200 Leben und genug Mats. Spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Die Zona Reno ist, ich schau mal ganz kurz. Die Zona Reno geht Richtung Pleasant Park. Das heißt, die Jungs haben auch gleich noch einen Augenblick zu laufen. Ja, das denke ich mir auch gerade, Pain. Reaps wartet jetzt hier einfach erstmal ab. Hat, wie gesagt, genug Materialien, um auch zu bauen. Pusht jetzt ein bisschen mit C4. Das wird jetzt nochmal interessant. Pain, ja, da hinten sehen wir gerade Pain. Okay, da hinten ist er. Da hinten ist er, so sieht's aus. Was hat er jetzt vor? Ah, er will doch mal sein Medkit mitnehmen. Besser ist, Digga. Pain... Pain hat sich verpisst, was man ihm nicht verübeln kann, denn er hat hier einfach mal aktuell gerade 27 Holz, 53 Metall. Das ist wirklich sehr, sehr schlecht für ein Turnier. Camo und Marcel haben hier wohl gerade noch nicht wirklich was zu tun. Wobei, Marcel ist hier am Loot Lake, Camo ist auch am Loot Lake. Das könnte auch gleich sein, dass die beiden aufeinanderstoßen wie in den guten alten... Pumpo-Piekster-Zeiten, Kappa. Aber nee, Marcel läuft doch weit weg. Camo ist hier immer noch am Fahren. Camo mit einem Kill, Marcel mit null Kills. Pain, wie gesagt, hier noch am Farm gerade, hat drei Kills. Reaps ist auch noch am Farm. Der Nico ist schon tot, lul. Okay, das haben wir jetzt leider verpasst. Ja, den können wir hier mal direkt schließen. Ja, und der Reaps muss auch gleich Richtung Zona Reno, hat jetzt noch 20 Sekunden. Denkt wahrscheinlich noch, dass Pain irgendwo in der Nähe ist. Ja, und ich denke mal... Aha! Oh, das... Nee, ich hab 100 Material, das ist doch nicht fair. Das könnte jetzt nochmal interessant werden. Das könnte noch interessant werden. Ja, Pain muss hier noch ein bisschen farmen, damit er auch... Ja, seine Materialien sind gefühlt gleich wieder alle. Gefühlt ein 6er-Hit. Der Gegner hat ein bisschen an Blue Life verloren, hat aber noch Blue Life. Pain hier wieder mit 24 Material nur. Versucht ihn jetzt einfach... runter zu boxen. Das könnte ein Big Play geben. Oh, 13er weißer Hit. Ja, Pain. Ein bisschen mit Nasenbluten, was das Aim angeht. Oh, ich kann nicht schießen. Hat einen dicken Hit kassiert. 65 Leben, nichts zum Bauen. Das sieht eher schlecht aus für Pain. Sieht eher schlecht aus. Pain mit Nasenbluten, was das Aim angeht, ist... aufgeregt, was man ja auch verstehen kann, so. Landet nochmal einen dicken Hit, hat aber nur noch 7 Leben. Das sieht ganz schlecht aus. Wenn mich alles täuscht, wird das das Aus sein für Painy. Weil, wie gesagt, er... Oh! Alter, Dominik Dynamo, Alter! Lel! Moderator aus meinem Stream, GG hier, hat Pain halt seine Ehre genommen. Pain war ein bisschen geschwächt. So, weil halt keine Materialien, kein Blue Life. So, hier haben wir nochmal Reaves, der jetzt Richtung Zone läuft. Zone kommt. Da waren halt auch noch Schüsse und die werden wahrscheinlich in die Zone kommen müssen. Ah, ätzend, Alter. Das wird jetzt interessant. Wir haben aktuell noch 22 Leute am Leben. Der Fight gegen den Skull Trooper war sehr teuer. Dominik sehr, Dynamo sehr ist kein Mod. Lul, ich habe mich versprochen. Langjähriger Subscriber mein natürlich. Gefühlt aber schon Mod, Kappa. So, also. doch, Reaps. Das schafft er easy. Er hat noch ein Medkit. Angst, dass der jetzt hinter mich kommt und mich lasert. Er hat noch ein Medkit.
Oh, hinter ihm ist ein Gegner. Das ist jetzt schlecht. Das könnte ganz kritisch werden. Aber eigentlich Reaps, erfahrener Spieler, der das hier locker runterplayt. Camo ist immer noch am Farmen. Marcel ist in der Zone Reno. 17 Leben. Er könnte jetzt Gefahr laufen, dass der Gegner ihn jetzt gerade pusht, wo er das Medkit nimmt. Das wäre eine interessante Situation. Der Crazy Denner ist vom Sturm gestorben. Das könnte der gewesen sein, der hinter Reaps war. Ja. Er könnte theoretisch gesehen noch ein Mini nehmen. Er hat 8 Stück. Kommt er jetzt aus dem Sturm, ist die Frage. Safe Franz, könnte echt gut sein, ne? Nee, da wird wohl nichts mehr kommen. Könnte gut sein, dass der Gegner, der im Sturm gestorben ist, der Gegner war, der hinter Reaps war. Aber es geht nicht um Kills. So sieht's aus. Der Gewinner kriegt 300 Euro, egal ob mit 0 Kills oder mit 1 Kill. Wie gesagt, dadurch, dass wir jetzt dieses Turnier so veranstaltet haben und gesagt haben, derjenige, der gewinnt, kriegt 300 Euro, müssen die Jungs hier, oder können die Jungs auch passiv spielen? Das ist auch voll in Ordnung. Wenn wir jetzt gesagt hätten, jeder Kill 50 Euro, wäre das nochmal ein anderes Gameplay. Aber, ich sage euch ganz ehrlich, man muss auch ein bisschen Abwechslung in die Turniere reinbringen. Und ich finde es auch so sehr interessant. Aha. Das wird jetzt interessant. Oh. Er hat ihn, und das ist auch völlig in Ordnung, er hat ihn einfach dreckig weggewichst. Er hat ihn dreckig weggewichst. Das war Massi, oh mein Gott, Leute. Das war Massi. sorry, Massi. Ah ja, da haben wir Marcel gegen Reaps. Marcel gegen Reaps, bin mir ziemlich sicher. Ja, Marcel gegen Reaps. Das wird ganz interessant. Wenn Marcel Reaps jetzt fickt, kriegt er von mir nochmal einen Honig oben drauf. Marcel hat sich auch wirklich verbessert, was Fortnite angeht. Hat sehr hart reingegrindet. Ich glaube, Reaps wird aber eine kleine Nummer zu hart sein, weil Reaps ist einfach eine fucking Maschine. Aber ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Schaut nach Nico aus oder sowas. Nach Nico? Lul. Marcel tritt jetzt wohl den Rückweg an. Gar nicht cool. Absolut halber und weggegeben. Ich glaube, Marcel wird gleich mit dem Jumppad wegfliegen. Die könnten beide auf Zeit spielen, bis die Zone losgeht. Und Marcel wird sich dann entscheiden, das Trampo zu benutzen. Und dann wird Reaps hören, dass er ein Trampo hat und wird auch das Trampo nehmen wahrscheinlich. Das ist eine interessante Begegnung. Wir schauen es mal aus Marcel seiner Perspektive. Ja, er habe ich mir gedacht, er wird das Trampo nehmen. Okay, Reaps wird das gehört haben. Er wird es gehört haben und wird jetzt auch das Trampo nutzen. Schauen wir mal, was Marcel jetzt macht. Das komm doch hinterher, falls du es bist. Er wartet, dass Reaps hinterherkommt. Und Reaps ist nicht ein Gegner, den man unbedingt haben möchte, der einem hinterherfliegt, sagen wir es mal so. Marcel auf jeden Fall sehr, sehr angespannt. Er hat die Brille auf. Das zeigt schon, dass er wirklich, full focused ist. Und wie gesagt, Marcel hat sich auch wirklich verbessert. Also wirklich verbessert. Camo ist hier am Abwarten, das ist auch ganz in Ordnung. Wir haben jetzt noch 9 Leute, die am Leben sind. Camo ist auch perfekt in der Zone Reno, muss man dazu mal sagen. Camo ist perfekt in der Zone Reno und macht es genau richtig. Er wartet einfach ab. Oh, Reaps hier hat einen Fight. Ich weiß nicht gegen wen. Er hat auch nicht mehr so viele Mats. Versucht jetzt erstmal in die Zone Reno zu gehen. Landet kein Hit. Hat jetzt Low Ground. Was nicht so gut ist. Will sich jetzt nochmal Medi reinhauen. Er hätte noch eine Pyramide oben raufbauen können. Falls der Gegner jetzt schießt. Hat nur noch 151 Mats. Und das ist Metall, Digga. Und das bringt gar nichts so gefühlt. Ich höre, wenn mich nicht alles täuscht, hinter ihm noch ein Gegner. Das wird sehr... Oh, da, ich höre Schüsse. Das war nicht Camo, wer ist gerade... Oh, Marcel ist am Schießen. Ah, Mann, Digga, neunter Platz. GG, aber an Marcel, schade, das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Vielleicht kann mir da jemand nochmal in meinen Chat den Clip reinschicken, wie Marcel gestorben ist. Ansonsten haben wir jetzt hier noch einen intensiven Fight. 8 Leute sind noch am Leben und Reaps, wie gesagt, mit einer ganz ungünstigen Position. Er hat Low Ground, er hat nur noch 150 Mats und das Metall, was nicht gut ist, um damit zu pushen. Jetzt kommen die Granaten geflogen. Oh oh. Er versucht jetzt wahrscheinlich den Gegner runterzuschießen, aber ich glaube, das ist zu auffällig. Die Zone geht in 5 Sekunden los. Das sieht schlecht aus für Reaps, wenn der Gegner über ihn das gut runterspielt. Oh oh. Oh, 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 gut gemacht, oh, oh, von 2 Seiten werden sie beschossen. Reaps jetzt hier mit seinen letzten Reserven, die er raushaut. Jetzt hat er Highground, aber vorhin ist noch ein Gegner. Verteilt harte Hits, hat die Zone im Rücken. Oh, holy shit, er hat keine Material mitgenommen.
Das war's komplett. Holy shit, Digga. Was für ein saftiger Hit. Holy Macaroni, Digga. 6 Leute noch am Leben und das hat Reeves ganz stark gemacht. Das macht er ganz stark, Digga. Vor ihm rechts noch ein Gegner. Er hat eine Platte zum Bauen. Lel. So, dann schauen wir mal, was Camo macht. Ja, Camo spielt solide runter. Ist etwas langweilig zum Anschauen, aber er will die Kneten haben. Wir schauen dann eher Reeves jetzt zu. Stark gemacht von Reeves. Stark gemacht von Reeves. Ja. Er wird jetzt beschossen hier vom Camo. Das ist Camo da oben. Camo mit einer wesentlich besseren Position. Reeves hat 14 Holz, 21 Bricks. Das sieht ganz schlecht aus. Das sieht wirklich ganz schlecht aus. Aber ja, Camo hat da oben so eine gute Position, Digga. Wir schauen uns aus Camo seiner Perspektive mal an. Ist das Camo überhaupt oben gewesen? Nee, Camo war es nicht. Lel. Okay. Das wird jetzt interessant. Camo hat noch genug Mats. Für Camo sind das natürlich Peanuts, seit er 40.000, 50.000, 70.000 gewonnen hat. Bei den Fortnite-Turnieren, der spielt hier nur mit einer Hand, Digga. Ich sag's euch. So, da ist irgendwo ein Fight noch. So, das... Aha, Reeves wird hart angehittet. Oh, er hat in die Ehre noch und stirbt durch die Zone. Oh, 4 Kills, Digga. GG an Reeves, hat ihn aber noch die Ehre genommen. Und jetzt ist eine Top-3-Situation. Camo... Die Zone wieder Move, könnte ich mir den Looter theoretisch holen. Eieieiei. Holy shit. Sag mal, Real Talk rausgehen, Digga, slack wirklich. Oh, gibt hier dicke Hits. Der Gegner hat kein blaues Leben mehr. Er hat kein blaues Leben mehr. Hat den komplett White-Shot geschossen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Ich weiß nicht, wer die letzten Gegner sind. Das weiß ich nicht. Jetzt die Zone moved. Das spielt ihn. Digga! 1 gegen 1. Camo gegen Unbekannt. Und der Unbekannte hat schlechte Karten. Weil die Zone moved. Camo hier. Ganz solide, Digga. Sprayt da in die Olga rein. Und gewinnt, weil der Gegner, glaube ich, durch die Zone an Reno gestorben ist. GG an Camo. Wer hätte es anders gedacht? Camo holt sich hier die 300 Euro. Fucking Legende, Digga. GG, Jungs. GG. Egal. GG. GG. Digga, du, ich hab gesehen, Digga. Digga, du hast Massi so hart weggewichst, Alter. Ich war so schockiert, ich snipe einen an und will ihn dann so pushen. Auf einmal spawnt Camo so auf dieser Treppe, Digga. Ja, ich hab mich halt legit nicht bewegt, ja, das war schon fies. Ja, aber gut, so wäre das halt in Anführungszeichen in den anderen Turnieren bei Fortnite genauso gespielt, ne? Also, ich hab Reapers wahrscheinlich. Camo, ich hab dir jetzt die 300 Euro geschickt. GG an der Stelle nochmal. Jo, danke. Ich bin ganz kurz mute. Wir machen sofort weiter mit dem nächsten Turnier. Muss mir kurz ein neues Getränk holen. Und dann starten wir mit dem neuen Turnier. Und, ja? Was ist denn das nächste? Also, was geht da ab? So spontan. Spontan. Ich werde jetzt auf die Toilette gehen, Digga, mir meinen Schwanz in die Hand nehmen und dabei überlegen. Das ist genau der Plan, den ich habe.